Michael Haneke. Der Name steht für Kino ohne Kompromisse. Es geht um Gewalt, Einsamkeit und psychische Störungen. Nicht unbedingt Themen, mit denen man beim breiten Publikum Erfolg hat. Doch genau das ist Michael Haneke gelungen. Und er hat so ziemlich jeden Preis gewonnen, den die Kinowelt zu vergeben hat. 2013 den Oscar und gleich zweimal die Goldene Palme von Cannes. Der Erfolg ist hart erkämpft. Haneke tüftelt jahrelang an den Drehbüchern und am Set lässt er Einstellungen bis zu 25 Mal wiederholen. Stars wie Isabelle Huppert schreckt das nicht. Ganz im Gegenteil, sie sind von Hanekes Perfektionismus begeistert und arbeiten immer wieder gerne mit ihm. Übermorgen Mittwoch feiert Österreichs führender Regisseur 80. Geburtstag. Die folgende Dokumentation versucht, den Haneke-Code zu knacken. Schau mich mal an. Siehst du mich? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Bildgewaltige Filme mit sezierendem Blick. Eindringliche Szenen. Entschuldigung. Filme, die uns erschüttern. Ah! Und sich in unser Gedächtnis einbrennen. Vous voulez quoi? Je veux voir ton vrai visage. Pas tes mensonges et tes trucs. Une expression vraie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Blicke, die uns durchdringen. Hier war ein Panneau, là. Filme, die Illusion der Bilder und die Macht des Kinos hinterfragen. Der österreichische Regisseur Michael Haneke reiht sich in die Riege der letzten großen Filmemacher ein. 3 sur 1 sixième. Und führt damit das Vermächtnis von Antonioni, Bergmann, Bresson und Tarkowski fort. Doch trotz seines internationalen Renommees, seiner goldenen Palmen und anderer unzähliger Preise polarisieren Michael Hanekes Filme. Sie sind zu anspruchsvoll, um allgemeine Zustimmung zu finden. Als unbestechlicher Beobachter legt Michael Haneke den Finger unaufhörlich in die Wunde. Er sucht die Wahrheit hinter dem Schein. Er deckt auf, was die Gesellschaft unter Verschluss zu halten versucht. Er taucht in unser Innerstes ein, wo unsere Widersprüche und unsere Unredlichkeit schmerzhaft zutage treten. Haneke ist ein Filmemacher, dessen distanzierter, unerbittlicher Blick uns bis ins Mark erschüttert. Ein Blick, der tief in unsere Seele vordringt. Durch seine Geschichten und die Figuren, die seine Filme tragen und die uns auf unheimliche Weise ähneln, vermittelt uns Michael Haneke seine Sicht auf die Welt. Er wirft die Frage auf, was uns ausmacht, was uns verbindet und was uns trennt. Er fordert uns auf, in unser Innerstes zu schauen und unsere Gewissheiten zu hinterfragen. Dieses Hinterfragen von Gewissheiten ist das zentrale Anliegen von Michael Hanekes Filmen. Kunst trägt ja immer zur Verunsicherung bei und nicht zur Sicherheit. Sicherheit liefern die Politiker. Die sagen, es ist alles nicht so. Du kannst ganz beruhigt sein, ich mache das schon für dich. Der Künstler sagt ja, du kannst nicht beruhigt sein, niemand macht was für dich, sondern du bist verpflichtet, was zu tun. 6 Uhr. 1989 wird Michael Haneke mit seinem Film Der siebente Kontinent zu den Filmfestspielen in Cannes eingeladen. Es ist sein erster Paukenschlag, der das Publikum in seinen Bann schlägt. Inspiriert von einer Zeitungsmeldung
erzählt der Film anhand der Darstellung immer gleicher Abläufe, wie eine in der Wohlstandsgesellschaft festgefahrene Familie sich am Ende selbst auslöscht. Das war wirklich eine außerordentliche Erfahrung. Ich hatte vorher keinen der TV-Filme Hanekes gesehen. Der siebte Kontinent war der erste Film von ihm, den ich sah. Das war in Cannes bei der Weltpremiere 1989. Ich war ein junger Kritiker und ich hatte wirklich ein extremes Doppelgefühl, wie ich es eigentlich weder vorher noch seither je gehabt habe. Nämlich einerseits war der Film wie ein Schlag in den Magen. Ich habe wirklich die Übelkeit, von der der Film erzählt, im eigenen Körper verspürt. Und gleichzeitig musste ich innerlich jubeln, wirklich jubeln, weil ich von dem Film schlichtweg begeistert war. Michael Hanekes erster Kinofilm setzt völlig neue Maßstäbe. Er verzichtet auf jegliche Erklärungen, jegliches Pathos, jegliche Wertung. Nie zuvor hat ein Filmemacher durch das Handeln seiner Figuren derart auf den Kopf gestellt, was den Kern unserer gesellschaftlichen und individuellen Identität ausmacht. Im Kontext des damals kurz bevorstehenden Mauerfalls, der die Hydra des Kapitalismus freisetzen sollte, tritt Haneke als visionäre Denker einer entmenschlichten und vom Geld beherrschten Gesellschaft in Erscheinung. Dann lief da also dieser erste österreichische Film in Cannes und sorgte für enormes Aufsehen beim Festivalpublikum. Plötzlich sprachen alle von diesem Film namens Der siebente Kontinent, der einfach völlig anders war als alles, was man bisher kannte. Abschließende Frage an Haneke. Ist es ein deprimierender Film? Ich hoffe nicht, weil ich glaube, dass die Geschichte, die sicher nicht sehr lustig ist, in der Radikalität, mit der sie zu Ende formuliert ist, eigentlich automatisch im Zuschauer das Bedürfnis wecken muss, Alternativen zu entwickeln, um nicht in ähnliche Situationen zu geraten, sei es jetzt emotional als Zuschauer oder privat in seinem Leben. Diese Radikalität zeigt sich im Aufbau der Geschichte, in der formalen Umsetzung, in Hanekes Blick, der uns buchstäblich an der Kehle packt und der fortan das Markenzeichen seiner Filme werden sollte. In Amerika, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in England, überall wurde dieser Film sehr schnell, sehr intensiv rezipiert. Und als ein Film, der quasi aus dem Nichts kam, von einem 47-jährigen Mann, der hier seinen ersten Kinofilm vorgelegt hat. Der Werdegang von Michael Haneke ergibt sich aus seiner Persönlichkeit, in der sich Ehrgeiz, Pragmatismus, Anspruch und Schaffenskraft vereinen. Haneke wird 1942 in eine Künstlerfamilie in München geboren und ist von Kindheit an vom Theater geprägt. Schon in jungen Jahren ist er überaus belesen, sprachgewandt und der Dramaturgie zugetan. Zwischen 1960 bis in die späten 90er Jahre inszeniert er zahlreiche Stücke großer Theaterliteratur. Mitte der 70er ist er erstmals als Filmregisseur für das deutsche und österreichische Fernsehen tätig. Liebst du mich? Warum fragst du? Warum antwortest du nicht? Tut dir gut, dir weh zu tun, ha? Man spürt sich. Das hat was für sich. Als Kind hatte ich einen Lehrer, den wir eigentlich alle nicht leiden konnten. Weil er sehr autoritär war und wir uns eher vor ihm fürchteten. Aber mit einem hielt er uns bei der Stange. Er erzählte außerordentlich spannende Geschichten. Ich glaube, man kann sagen, dass das europäische Fernsehen in den 1960er bis 90er Jahren eine wirkliche kulturelle Macht war. Und ich würde ebenfalls die Behauptung wagen, dass Hanekes Fernsehfilme zu den wirklich bedeutendsten Werken gehören, die es in dieser Ära im fiktionalen Bereich gab. Das Drehbuch zu Lemminge,
ist inspiriert von Hanekes rebellischen Jugendjahren in Wiener Neustadt. You tell me, mistake. Der Film zeichnet in zwei Teilen die Entwicklung einer Gruppe befreundeter Jugendlicher in den späten 50er Jahren nach und zeigt, was 15 Jahre später, nach der sexuellen Befreiung, aus ihnen geworden ist. Sanity, schlecht. In diesem Porträt eines sterbenden Bürgertums, das seiner Jugend keine Luft zum Atmen lässt, behandelt Haneke die Fragestellungen und Themen, die sein gesamtes Schaffen durchziehen. Merkst du was? Du fährst vor und ich fahr zurück. Wenn das nur keine optische Täuschung ist. Hoffen wir's. Seine Schule im Metier war seine Zeit am Theater, das Radio und das Fernsehen. Sein zweiter Film, Bennys Video, zeigt, wie ein Elternpaar das Verbrechen seines Sohnes Benny vertuscht. Eines einsamen Teenagers, dessen einzige Leidenschaft darin besteht, alles zu filmen, was ihn umgibt. Durch sein Film im Film-Erzählverfahren untersucht Haneke, wie Bilder unsere Beziehung zur Realität stören und uns zu Zuschauern unseres eigenen Lebens machen. Ein von ihm immer wieder aufgegriffenes Thema. Er gehört zu einer Generation von Künstlern und Intellektuellen, die, glaube ich, erkannt haben, dass man das Herz der Finsternis, wenn man das so bezeichnen darf, mitten in der Gesellschaft suchen muss. Das heißt, man muss auch die eigene Umgebung, die eigene Klasse in den Blick nehmen. Und das ist eigentlich ein ganz schön großer Anspruch, kein Eskapist zu sein und diesem Herz der Finsternis nicht und nie auszuweichen. Und man wird kein sehr beliebter oder allseits beliebter Mensch, wenn man das mit großer Ernsthaftigkeit betreibt, so wie Haneke das tut. Wenn Benny wirklich mit niemandem darüber gesprochen hat, und ich glaube es ihm, und wenn es keine Zeugen gibt, im Haus oder in der Schule, wer soll das Kind dann verdächtigen? C'est un regard. Es ist ein Blick voller Menschlichkeit, aber ohne Zugeständnisse. Das heißt, er schenkt seinen Figuren nichts, aber er verurteilt sie auch nicht und überlässt es dem Zuschauer, sich zu positionieren. Durch das gefühlskalte Verhalten von Bennys Vater konfrontiert Michael Haneke Österreich indirekt mit seiner beschämenden Vergangenheit. Österreich ist so das Land der Weltmeister im unter den Teppich kehren. Nicht? Wir kehren gern alles, was unangenehm ist, wird irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und nach der Premiere von Bennys Video bei der Biennale vor ein paar Jahren gab es eine Diskussion und es wurde also über alles Mögliche, über Medien etc. Diskutiert, aber über die Tatsache der Schuldvertuschung, die eine zentrale ein zentrales Motiv in dem Film ist, wurde also nicht ein Wort verloren. Dann habe ich das mal angesprochen und da wurde einfach drüber weggegangen. Es wurde weiter über Medien etc. gesprochen, aber über die fatale österreichische Tradition, Dinge unter den Teppich zu kehren, also auch im politischen Sinn, das wurde einfach ignoriert. Wenn man Haneke nach seiner Kindheit und seinem privaten Werdegang befragt, gerade im Hinblick auf das Düstere in seinen Filmen, bekommt man immer die gleiche Antwort, die durchaus eine gewisse Provokation darstellen kann. Michael Haneke hatte eine normale, fast schon banale Kindheit. Er wurde 1942 geboren, in einer recht schwierigen Zeit, und ist dann bei seiner Tante aufgewachsen, weil sein Vater im Krieg war. Sein Vater war Deutscher und nach dem Krieg kam er nicht zurück. Er hat Hanekes Mutter verlassen und damit auch ihn, seinen Sohn.
Und da Hanekes Mutter Schauspielerin war, stand sie natürlich immerzu auf der Bühne. Sie verfolgte in Wien ihre Karriere. Und er wuchs 50 Kilometer entfernt bei seiner Tante in der Kleinstadt auf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. In Österreich müsste man Hanekes sozialen Hintergrund wahrscheinlich als Bildungsbürgertum bezeichnen, auch in Deutschland. Da steckt nicht nur der Besitzbürger drin, sondern die sehr hohe Bedeutung von Bildung, von Kultur und auch von der Teilhabe an kulturellen Aktivitäten. Der sensible und zurückgezogene Junge, der sich gern in Bücher und in Musik vertieft, wächst in einem protestantisch geprägten Umfeld auf. Mit 12 Jahren beschert ihm Händels Messias die Offenbarung. Er möchte Dirigent werden. Sein Stiefvater, der selbst Chordirigent und Komponist war, sagte zu Haneke, als der als Jugendlicher anfing, Musik zu schreiben, er wollte eine Oper und Messen schreiben. Das ist ja schön und gut, was du machst, aber aus dir wird niemals ein großer Komponist oder Musiker. Ich sais très bien ce que tu fais, c'est très gentil, mais tu seras jamais un grand compositeur ni un grand concertiste. Et donc daraufhin ließ er es sein. Und schon an diesem Punkt zeigte sich Hanekes Wesen. Er wollte kein Amateur sein. Wenn er etwas in Angriff nahm, dann wollte er zu den Besten gehören. Dann hat er sich am Reinhardt-Seminar beworben, der sehr renommierten Theaterhochschule in Wien, und er wollte Schauspieler werden. Aber sie haben ihn dort nicht genommen. Es folgt ein verheißungsvoller Aufenthalt in Paris, von dem er jedoch desillusioniert zurückkehrt. Im Anschluss nimmt er in Wien ein Studium der Philosophie auf. Er studierte Philosophie, weil er sich davon Antworten auf die großen Fragen des Lebens erhoffte. Doch die einzige Erkenntnis daraus war, dass es auf diese Fragen keine Antworten gab. 4 Jahre verbrachte er mit dem Lesen und Analysieren großer Gedanken. In seiner Freizeit besuchte er den Filmclub. Du warst schon in der Jungfrauenquelle? Der neue Bergmann-Film? Na, gibt's den schon? Ja, seit gestern. Dort hatte er seine Erleuchtung mit den Filmen der Nouvelle Vague. Insbesondere mit dem französischen Regisseur Robert Bresson. Dieser wird, ebenso wie Theodor Adorno, der Philosoph, Musikwissenschaftler, Soziologe und Liebhaber der deutschen Sprache, zu seiner geistigen Leitfigur. Je crois que à partir du moment où on cherche le vrai, je suis en effet, c'est vrai, un maniaque du vrai. Si on cherche le vrai, rien ne touche le public autant que le vrai. Die Suche nach dem Wahrhaftigen der Sprache, die Suche nach dem Wahrhaftigen durch Bilder wird zur Grundlage seiner Filme. Es ist, als würde ihm Bressons stilisiertes Kino kombiniert mit Adornos anspruchsvollem Blick ermöglichen, seine Fragen auf den Punkt zu bringen, sich besser verständlich zu machen und letztlich zu einer besseren Daseinsform zu finden. Das ist Geschicklichkeit gegen Zufall. In 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls wird die Großstadt zum Forschungsgebiet des Filmemachers. Angelegt wie eine Partitur ohne Musik, verbindet der Film die Geschichten seiner Protagonisten, die während eines Amoklaufs in einer Bank zufällig aufeinandertreffen. Gott, ist das voll. In 71 Szenen, die sich scheinbar willkürlich aneinanderreihen, zeichnet Haneke ein vielschichtiges Gesellschaftsbild. Durch die Darstellung der Einzelschicksale vermittelt der Film die Isolation und Einsamkeit des Individuums und enthüllt die Gewalt, die die Gesellschaft unerbittlich auf jeden Einzelnen ausübt. Er findet jedes Mal eine Form, und diese findet er beim Schreiben. Er schreibt so lange, bis er weiß, wie er das Geschriebene in Szene setzt. Es ist verblüffend zu sehen, wie genau Hanekes Filme seine Drehbücher wiedergeben. In seinen Drehbüchern sind das Bild, der Ton, die ganze Tonalität der Szenen schon sehr, sehr detailliert ausgeführt. Es gibt eigentlich kein Skript, das ich von ihm gelesen habe, wo es dann große Abweichungen im fertigen Film gegeben hätte. Es ist auch, hat ein großes Gespür für Rhythmus, für Timing. Und er ist ein wunderbarer Schreiber. Also man liest diese Drehbücher
fast wie einen Roman. Das heißt, dass man bei der Lektüre den ganzen späteren Film schon außerordentlich plastisch vor Augen hat. Dies ist der letzte Teil von Hanekes Trilogie der emotionalen Vergletscherung. Diese drei sorgfältig ausgearbeiteten Bressonschen Variationen sind sein filmisches Manifest über die westliche Welt. Sie bilden den Abschluss eines bitteren und verstörenden ersten Zyklus, der das Bedürfnis des Filmemachers erkennen lässt, die tiefe innere Not seiner Protagonisten zum Ausdruck zu bringen. Von der absoluten Ästhetisierung der Gewalt in den Actionfilmen bis zu irgendwelchen Tatorten und Krimiserien wird die Gewalt immer konsumierbar dargestellt. Und ich denke, dass Gewalt nicht konsumierbar ist und in einem Medium, in einem optischen Medium auch nicht sein darf. Und ich denke, dass es eben notwendig war, die Situation so zugespitzt zu zeigen, dass der Zuschauer wirklich einmal erlebt, was Gewalt ist, nämlich die Folgen der Gewalt, dass Gewalt Verletzung und Leid ist und keine fetzige Unterhaltung. Ein anderes Spiel, ein Ratespiel. Was ist das? Mit Funny Games legt Haneke eine weitere Abhandlung zum Thema Gewalt vor. Sir? Darin konfrontiert er uns mit der Faszination, die für uns als Zuschauer von Gewalt ausgehen kann. Der Film verbindet ein ausgefeiltes Drehbuch mit einer großartigen Inszenierung, die den Zuschauer direkt in die Geschichte einbindet. Kalt! Ganz kalt. Dieser Film stellt uns die Frage, wieso wir uns Gewaltfilme ansehen. Was ist interessant daran, dass jemand andere Menschen foltert? In der Regel wählt man in solchen Psychokiller-Filmen entweder die Perspektive des Killers oder die Perspektive des Opfers. Hier aber sind die beiden Killer eine Abstraktion. Man kann also nur die Perspektive der Opfer einnehmen. Haneke sagt zu den beiden Schauspielern, die die Killer verkörpern, ihr seid hier in einer Komödie, nichts ergibt Sinn, es ist eine absurde Komödie. Zu den drei anderen, die die Opfer spielen, sagt er, ihr spielt in einem Drama, ihr liebt euch und man will euch zerstören. Vous aimez, il y a des gens qui viennent vous détruire. Was? Sie wetten mit uns, dass Sie morgen um 9 noch leben, wir mit Ihnen, dass Sie tot sind, okay? Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf ihn setzen Sie. Haneke verwischt die Grenzen zwischen Gut und Böse. Wer ist in diesem grausamen Spiel das wahre Opfer und wer der wahre Folterknecht? Und bewegen wir uns als Zuschauer nicht in einem Grenzbereich? Funny Games gilt als sein provokantester Film und ist zugleich auch sein umstrittenstes Werk. Was immer Ihnen. Wer dazu will eine. Ich habe zwei kurze Fragen an Michael Haneke und zwar. Entschuldigung. Erstmal, sehen Sie sich als Filmemacher oder als Lehrer? Und die zweite Frage ist, gehen Sie wirklich von einem aufgeklärten, mündigen Publikum aus? Weil ich hatte beim Sehen dieses Films überhaupt nicht das Gefühl. Also, ich fühle mich sicher nicht als Lehrer, das ist das Letzte, was ich möchte. Ich glaube auch nicht, dass der Film was Belehrendes hat. Ich hoffe, dass der Film was Irritierendes hat und dass es sozusagen die Verantwortlichkeit an den Zuschauer gibt, ob er was erkennen will oder nicht. J'ai regardé dans le week-end trois films, Funny Games, Benny's Video et Le Septième Continent. Et le lundi, j'ai appelé Mathilde et je lui ai dit, écoute, c'est un grand, grand réalisateur. J'adorerais travailler avec lui. Et elle m'a dit, bah, tiens, je te le passe, parce qu'elle était avec lui, en train de faire une promotion de film. Ich war gerade beim Festival in Spanien und läutet mein Handy und ja, hier ist Juliette Binoche. Zuerst habe ich gesagt, das ist sehr witzig. Ja. Und dass ich gesagt, ja, also ich habe ihre Filme gesehen und können wir nicht was miteinander machen.
Und ich sage, okay, ich habe keine Ahnung was, aber mal schauen. Und dann habe ich mir halt den Kopf zerbrochen, was ich machen könnte. Und dann hat sich diese erste Arbeit ergeben. Mit Code Unbekannt erobert Haneke die internationale Bühne. Produktionsland des im Jahr 2000 veröffentlichten Films ist Frankreich, das schnell zu Hanekes zweite Heimat wird. Der gleichmäßig getaktete Episodenfilm markiert einen Wendepunkt in seinem filmischen Schaffen. Aufbauend auf dem gleichen Prinzip wie 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls, verfolgt der Film neben der Figur von Juliette Binoche, die eine Schauspielerin verkörpert, die Einzelschicksale weiterer Protagonisten. Sie sind verloren in der Anonymität von Paris, einer Art neuzeitlichem Babylon, in dem keiner den anderen versteht und nur die Machtverhältnisse bestehen bleiben. Que tu t'es bien comporté là? Quoi? Je trouve ton comportement correct. Es war mein zweites Jahr an der Filmschule. Anfangs hatte ich noch nicht herausgefunden, welcher Regisseur mich wirklich inspirierte. Aber dann ging ich in ein Kino direkt gegenüber von der Hochschule und schaute mir Code Unbekannt an. Und das war mein Aha-Erlebnis. Regarde, trop face caméra. La marque est tombée. Was mich so überwältigte, war wohl die Tatsache, dass er ein Regisseur ist, der seinem Publikum zu 100% vertraut. Er fordert mich heraus und vertraut mir die Verarbeitung und Bewertung der Bilder an, die ich sehe. Und er vertraut darauf, dass ich verstehe, was er ausdrücken möchte. Und es war wohl dieser Ansatz, der mich den ganzen Film über fasziniert hat. Ich glaube, dass das wesentlichste Thema, das sich durch sein ganzes Kino und auch durch sein ganzes Leben zieht, die Beziehung zum anderen ist, zum Du. Und das zieht immer weitere Kreise. Die Familie, die soziale Umgebung, die ganze Gesellschaft. Wie nahe kann man dem anderen wirklich sein? Und wenn man das durchdenkt, muss man heutzutage, aber Haneke hat das schon vor 30 Jahren getan, die Frage der Migration, der Flucht, der Veränderung der westeuropäischen Gesellschaften mitbedenken. Insofern wird mehr und mehr in seinen Filmen der oder das andere, die Frage einer nicht westeuropäischen Kultur, zu einer wesentlichen Thematik, ohne dass es das zentrale Thema seiner Filme ist. Aber es wird immer wichtiger, sukzessive, schon ab den frühen 90er Jahren. Und natürlich in einer Weise, dass er keine Lösung anbietet. Er hat keine einfachen Antworten auf diese absolut wesentliche Frage. Haneke eröffnet uns eine neue Perspektive auf das Fremde, auf den sogenannten Migranten, indem er sich in sein Herkunftsland begibt. Er verleiht den ansonsten Unsichtbaren einen Körper und eine Stimme. Mit diesem hochaktuellen Thema setzt er sich auch in seinem jüngsten Film Happy End auseinander. Hanekes Ankunft in Frankreich verlieh seinen Filmen noch einmal eine andere Tragweite. Für mich gibt es die Filme nach Code Unbekannt und die davor, in Bezug auf die Tragweite der Aussagen, die Ambitionen und natürlich die filmische Gestaltung. Die Kraft seiner Inszenierung, die zunehmende Präsenz von Gesichtern und Körpern. In Die Klavierspielerin geht Haneke noch ein Stück weiter und stellt zu seiner Protagonistin die größtmögliche Nähe her. Diese Musik war wunderschön. Das Bemerkenswerte bei Haneke ist die Unvorhersehbarkeit seiner Filme. Wie soll man das erklären? Seine Filme sind ja unglaublich brutal. Er sagt, ich möchte, dass es so unerträglich ist, dass die Leute ihren Blick von der Leinwand abwenden müssen. Er möchte wirklich, dass seine Filme so verstörend wie nur möglich sind, dass das Filmerlebnis zu einem körperlichen Abenteuer, ja zu einer körperlichen Erfahrung wird. Dass man tief in seinem Innersten erschüttert ist durch das, was er uns zeigt.
Frei inspiriert von einem Roman der österreichischen Schriftstellerin Elfriede Jelinek, zeichnet die Klavierspielerin das Porträt einer Sadomasochistin auf der Suche nach dem Absoluten, untermalt von Schuberts Musik. Ich mag, wie wir uns kennengelernt haben, dass wir nicht gleich gemeinsam Filme gedreht haben. Ich fand es immer sehr schön, dass er nicht sentimental wurde, wo es nicht angebracht war. Das hat mir immer sehr gefallen. Und das zeichnet natürlich auch seine Filme aus. Sein Motto ist im Grunde keine Gefühlsduselei. Er beschränkt sich auf wenige Aussagen, aber wenn er eine Aussage trifft, dann ist sie wirklich wesentlich. Und die wiederholt er dann oft mit angemessenem Abstand und Humor. Das macht er gern. Dites-moi, la froideur, ça vous dit quelque chose? Ou peut-être simplement vous vous en fichez? La froideur, justement, pour accéder. Es ist die Kälte, über die man sich am Ende Wärme verschafft. Aber der Weg dorthin führt über die Kälte und nicht über Sentimentalität oder über etwas, das im Grunde abstoßend und Michael Haneke zuwider ist. Das ist für mich das Hauptmerkmal seiner Filme, eine Form der Kälte. Aber die Kälte liegt sehr dicht bei der Wärme. Es ist wie in der Physik oder in der Chemie. Das Minus ist nicht weit vom Plus. Im ständigen Wechsel zwischen dem Streben nach Perfektion, Grausamkeit und Perversion ist die unvergessliche Figur der Erika Kohut einfach überwältigend. Ich finde den Vorwurf von Pornografie falsch, weil Pornografie beutet sozusagen die Figuren aus oder beutet den Menschen aus. Ja, Obszönität ist was anderes. Ich hoffe, dass alle meine Filme obszön sind, in dem einen oder anderen Sinn. Also jetzt, es gibt ja eine, so eine sexuelle Obszönität, aber es gibt auch eine seelische Obszönität. Überall dort, wo es die Norm übersteigt, wird es obszön. Ja? Wird es schwer erträglich, wird es peinlich, es anzuschauen und so weiter. Das hoffe ich, dass dramatische Kunst immer tut. Regardez-moi, pas votre pénis. Ein wichtiges Element seines Filmschaffens ist die Arbeit mit den Schauspielern. Sie beeindrucken ihn überhaupt nicht, weil er schon von Anfang an auf der Bühne mit ihnen gearbeitet hat. Er weiß, wie man Schauspieler führt. Und da ist die Verbindung zur Musik, denn er fühlt sie über sein Gehör. Es kommt vor, dass er seine Schauspieler gar nicht ansieht. Er steht nicht am Kontrollmonitor, sondern mit gesenktem Kopf neben der Kamera, um sich besser auf das Spiel konzentrieren zu können. Er schaut dabei nach unten. Und allein sein Gehör verrät ihm, was die Schauspieler tun, ob sie alles richtig umsetzen oder nicht. Und ob sie ihm vielleicht noch etwas anderes geben können. Si tu veux me frapper, frappe-moi. Tu veux quand même pas me salir les mains. Bei der Kamera spürt man, und das ist natürlich sehr angenehm, dass sie auch auf einem Gesicht verweilen kann. Man spürt, dass die Kamera da ist, dass sie einen mag und sich für das interessiert, was man tut. Schonungslose Szenen, bei denen man lieber wegsehen würde. Es ist, als würde Michael Haneke uns in die Psyche seiner Protagonistin vordringen lassen. Uns vor Augen führen, was wir zu verbergen versuchen und uns angesichts der Unergründlichkeit unserer Triebe von einer Form der Scham befreien. Mit diesem großartigen wie erschütternden Film, der auch ein Film über die Leidenschaft der Musik sein soll, gewinnen Isabelle Huppert und Benoît Magimel 2001 in Cannes jeweils den Preis als bester Darsteller und Michael Haneke den großen Preis der Jury. Il y a des films qui font peur. On croit qu'ils vont tout vous prendre, on a tort. Ce sont ceux-là qui vous donnent tout. Et alors ? Il y a des gens dans notre maison, ils ont tué Georges. On a dû l'enterrer, ils ont pris notre voiture et nos provisions. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Mais c'est votre devoir de nous aider. Vous connaissez bien la situation.
läuft. 47,11. Höher. Ja. Achse. Das ist ja das Thema in meinen Filmen. Dass die Leute, dass wir alle zunehmend unfähiger werden zur Solidarität, zum Miteinander, zum Du. Dass wir immer mehr uns in den eigenen Egoismus verstricken. Und dadurch, das sieht man ja auf allen Gebieten. Ich meine, ob Sie das im Privatleben jetzt in der Keimzelle sozusagen der Familie beobachten oder die Gesellschaft im Vergleich zur Natur. Es ist ja eine Raff- und Machtgesellschaft, die es zunehmend schwieriger macht, das Gleis sozusagen wieder ins Positive zu schieben. Er zeigt manchmal eine fast kindliche Freude, die er gern mit seinem Team teilt, mit den Technikern, mit den Schauspielern. Man hat nicht das Gefühl, dass er an etwas arbeitet, wozu man keinen Zugang hat, und das ist sehr angenehm. Denn wieder einmal wird man bei ihm überrascht von dieser Eigenschaft, von dieser Art von Pragmatismus bei der Arbeit. Er sagt einfach, kommt her, schaut euch das einmal auf dem Monitor an. Ein Kino ist für ihn Technik. Getragen von der Anerkennung für die Klavierspielerin, beschäftigt er sich weiterhin mit Frankreichs Vergangenheit und greift in seinem Film Cachet, einem echten Psychothriller, ein absolutes Tabu in Frankreich auf, den Algerienkrieg. Daniele Auteuil spielt einen angesehenen Journalisten und Familienvater, der mysteriöse Videokassetten zugespielt bekommt und dadurch eine verdrängte Episode seiner Kindheit noch einmal durchlebt. Qui connaît la maison où t'as passé ton enfance? Je sais pas. Wir erleben, wie die Hauptfigur die Schuld von sich zu weisen versucht, aber zunehmend von ihr erdrückt wird, während wir im Geiste die Geschichte hinter der Geschichte zusammensetzen. Beim Film geht es darum, nicht alles zu zeigen, sondern dem Unsichtbaren zu vertrauen. Und das ist etwas, das er wirklich großartig umsetzt. Da geht es um die Kunst der Inszenierung, um das, was außerhalb des Bildes passiert. Um die Kunst, den Zuschauer glauben zu lassen, dass er etwas sieht, was nicht zu sehen ist. Haneke zeigt das Unheil, das Frankreichs Kolonialvergangenheit über das Leben vieler Menschen gebracht hat, darunter das eines Familienvaters, überzeugend dargestellt von Maurice Benichoux. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est pas vrai? Je crois que si. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ne rien perdre? Nos culpabilités passées, nos culpabilités de génération en génération, ce que nos parents, nos grands-parents ont fait ou n'ont pas fait, les non-dits, on les porte tous. Hein. Je crois qu'on ne peut pas juste se couper du passé. On est quelque part, on doit se retrouver responsable de ce que nos pères ont fait. Das ist die klassische Frage, die ja immer gestellt wird. Können Sie es nicht ein bisschen, also jetzt bei irgendwelchen Filmen, können Sie es nicht ein bisschen mehr so dem Publikum gefälliger machen? Es gibt, denke ich, keinen Kompromiss zwischen Kommerz und Nicht-Kommerz. Also speziell im Film. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Que je demande pardon? À qui? À moi? Alors, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? En fait, plus rien. Je voulais savoir comment on se sent quand on est un homme sur la conscience. Mit seinem mehrdeutigen Ende, durch das sich alle Filme Hanekes auszeichnen, wirft auch dieser Film viele Fragen auf. Wo verbirgt sich die Wahrheit? Und gibt es nicht eigentlich mehrere Wahrheiten? Oder ist Wahrheit vielleicht einfach nur eine Frage des Standpunkts? 4 Jahre nach Die Klavierspielerin gewinnt Cachet in Cannes den Preis für die beste Regie, den großen Preis der Jury und den Preis für den besten europäischen Film. Und auch das Publikum feiert den Film. Ich glaube, es geht Haneke von vornherein überhaupt nicht darum, Wahrheiten auszusprechen, denen jeder zustimmt. Er möchte etwas hinzufügen.
Und in dieser Hinsicht spielt er für mich eine ganz wichtige Rolle. Wer kann ich als Filmemacher sein? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Weiße Band ist ein formales Meisterwerk. Eine Verdichtung von Hanekes Verständnis von Kino als Fenster zur Welt, deren sichtbare Schönheit uns nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass hinter der Idylle bedrückende Wahrheiten im Verborgenen liegen. Hallo Anni. Was habe ich dir getan? Mein Gott, du hast mir überhaupt nichts getan. Du bist hässlich, du bist ungepflegt, deine Haut ist schlaff und du riechst aus dem Mund. Reicht das nicht? Es sind Abfolgen bewegter Bilder über die menschliche Natur, die von den Dogmen des Protestantismus erdrückt wird und zu brutaler Gewalt führt. Haneke zeigt die Allmacht der Väter und des Patriarchats, das seine Kinder in Würgeengel verwandelt. Gib die Pfeifen her. Bitte? Gib die Pfeife her! Was für eine Pfeife? Gib sie her. Was für eine Pfeife. Es ist ja auch heute noch sehr oft so, dass natürlich die Untersten in der Hierarchie, die Kinder und die Tiere, an denen wird am schadlosesten Gewalt ausgeübt, also für den Gewaltausüber. Nicht? Und dann kommen die Frauen und oben stehen eben die Männer. So ist es in vielen Gesellschaften heute noch ganz krass, bei uns etwas abgemildert, aber es ist natürlich ein Faktum, dass es in der Geschichte so war. Die entscheidende Geschichte, da spielt die Klavier. Ja. Und da steht der Flötist und flötet, ja? Ja. Und der Bruder steht drüben und der Hammer schießt. Ja. Und die haben hier zwei Kerzen, also sie sind links und rechts vom Ding und er noch alle auf seinem Rücken. Ja. Mein Lieber, wenn dir die Musik gefällt, dann setz dich hier zu mir und blätter meine Noten um. Wenn dir bloß langweilig ist, dann geh bitte auf dein Zimmer. Oder jedenfalls aus meinem Blickfeld. Das irritiert mich beim Spiel, wenn du dauernd hier herumturnst. Wie spät ist es denn? Wo ist denn das Mädchen? Sie ist bei den Zwillingen, nehme ich an. Was diese Filme in den Zuschauern auslösen, ist überhaupt kein prädeterminiertes oder eindimensionales Resultat. Das weiß ich von aus Gesprächen mit vielen anderen Menschen, und das weiß ich von mir selber. Sie produzieren außerordentlich reiche und unterschiedliche Gefühle. Wenn ich zum Beispiel an das Weiße Band denke, diese tolle Szene in der Kutsche mit dem Lehrer und der jungen Frau, das gehört für mich zur feinsten Liebeslyrik, die die westliche Kulturgeschichte überhaupt anzubieten hat. Auch wenn das jetzt ein bisschen pathetisch klingt, ich bin wirklich davon überzeugt. La Palme d'Or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke. C'est un aboutissement esthétique et un aboutissement. Der Film ist eine ästhetische Vollendung, eine regelrechte Weihe. Er gewinnt die Goldene Palme und begeistert das Publikum. Also ein absoluter Erfolg. Das ist erschreckend. Denn was soll jetzt noch kommen? Haneke nutzt den Moment, in dem er ganz oben ist, um einen völlig anderen Film zu drehen. Denn daran liegt ihm genauso viel. Hier spielt sich alles in einer Wohnung ab, mit nur zwei Protagonisten anstelle von Dutzenden. Und er kommt zu etwas ganz Zentralem zurück, nämlich auf sein eigenes Leben. Denn Liebe war inspiriert von der Beziehung zu seiner Tante, die ihn aufgezogen hatte, und die am Ende ihres Lebens zu ihm sagte: Michael, du musst mir beim Sterben helfen. Anfangs für ein deuxième.
pieds trempés. Comment ça? Attends. Liebe ist die ultimative Krönung und der Höhepunkt seines Filmschaffens. Es ist sein größter Erfolg und wohl auch sein persönlichster Film, der Michael Haneke die zweite Goldene Palme einbringt und den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Ein Film über die ultimative Liebe mit dem rührendsten Paar der Filmgeschichte. Emmanuel Rivard und Jean-Louis Trintignant. Ok, on y va? C'est bien, pour les deux caméras, c'est bien la position? Caméra tourne. Cadré? Oui. Action. Allez, ouvre la bouche, allez, Anne. Allez, ouvre la bouche. Allez! Arrête ça. Si tu bois pas, tu vas mourir. C'est ça que tu veux? Er wollte schon lange, seit mindestens 10 Jahren, einen Film über das hohe Alter machen. Er wollte ein Sujet angehen, mit dem sich, so heißt es, kein Produzent, kein Verleiher und kein Kinopublikum eigentlich konfrontieren will. Als er den Film dann tatsächlich machte, war er eigentlich in der idealen Position, weil seine Karriere keinen Schaden mehr nehmen konnte. Er hat fast alle wesentlichen Preise gewonnen gehabt. Er ist selber älter geworden. Er war 70, als der Film herauskam. Und das ist wohl auch der Grund, warum es so ein freier Film ist. Es ist einfach beglückend für ein Publikum und befreiend für ein Publikum, jemanden zu sehen, der in dieser Situation mit solcher Ernsthaftigkeit dieses Sujet adressiert. Was bleibt am Ende von einem Leben? Was tun wir angesichts des Unvermeidlichen, wenn wir Gefahr laufen, den anderen zu verlieren? Mit feinfühligen und musikalisch untermalten Bildern konfrontiert uns Michael Haneke mit unserer eigenen Endlichkeit. Ein Lebensende, in dem menschliche Regungen abnehmen, der Raum sich verengt, in dem Gegenwart und Vergangenheit verschmelzen und uns Angst die Kehle zuschnürt. Im Oeuvre der großen Filmemacher ist der Oscar-Film, der Film, der auf der ganzen Welt von den Leuten geliebt wird, üblicherweise nicht der Film, der die künstlerisch die höchsten Höhen und das Besonderste seiner Arbeit ausmacht. Es sind meistens andere Filme, in denen diese Filmemacher ihr Höchstes formulieren. Amour ist wirklich der ganz, ganz seltene Fall eines Filmemachers, dessen Oscar-Film und dessen auch weltweit meist gesehener Film tatsächlich für mich das Beste ist, was er uns in seinen 50 Jahren als Künstler angeboten hat. Das Großartigste, was im gesamten Oeuvre von Michael Haneke existiert. Papa? Tu aimes Anaïs? Bien sûr, j'aime Anaïs. C'est ma femme. Maman aussi, c'était ta femme. C'est vrai. T'es précoce, toi. In seinem jüngsten Film Happy End spürt er, während eine bürgerliche Familie aus Calais ihrem moralischen Verfall entgegensteuert, auf eindringliche Weise unseren Neurosen nach. Die Handlung spielt sich vor dem Hintergrund der Flüchtlingsmisere in Calais ab, womit Haneke einmal mehr ein dringliches Thema seiner Zeit aufgreift. Das ist ja, denke ich, bei jedem Film oder bei jedem Buch so, wie weit bin ich bereit? Oder wie weit ist dieses Buch in der Lage, in mir was anzurühren, wo ich mich betroffen fühle und wo ich mich dann auch wiedererkannt fühle und verstanden fühle vielleicht auch oder kritisiert oder was auch immer. Das macht ja sozusagen den Dialog aus zwischen dem Werk und dem Rezipienten. Den Blick abwenden, nicht hinsehen wollen, die Augen vor Scham verschließen. Der Blick ist das zentrale Element in Michael Hanekes Filmen. Dinge sagen,
verschweigen, lügen. Wie diese Kinder, die sich zu verständigen versuchen, fordern uns seine Filme auf, die Augen zu öffnen und zuzuhören. Menschen. Du, Mensch. Ich, Mensch. Das, Menschen. Menschen. Er führt uns vor Augen, was die Gesellschaft uns vergessen lassen möchte. Unsere Verantwortung und das Vermögen, unser Leben zu verändern. Als kompromissloser Filmemacher zieht es Michael Haneke vor, seine Filme sprechen zu lassen, da er auf unseren Verstand vertraut. Der unerbittliche Blick, den er auf uns wirft, ist die Spiegelung seines unerbittlichen Blicks auf sich selbst. Seine Filme trösten uns über unsere Unzulänglichkeiten hinweg, sprechen uns Mut zu. Sie alle sprechen für diesen Mann, der das Kino als seinen Artikulationsraum gewählt hat. Er erschuf Wort für Wort, Satz für Satz, Film für Film ein enthüllendes humanistisches Werk, das von Düsterkeit und Anmut zugleich geprägt ist. Im Ganzen eine solche Bedeutung beizumessen, wie man etwas sagt, und sich dann für eine bestimmte Art und Weise zu entscheiden, die so ehrlich ist. Das finde ich sehr bewegend.